So, meine lieben Pokémon-Fans da draußen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir sehr viel Diskussion darüber geredet. Ja, es war schon jetzt einige Zeiten her, seit wir das letzte Let's Play-Part hochgeladen haben. Das war erst, nachdem wir Phantima besiegt haben, habe ich jetzt irgendwie den Bock verloren, weiter zu zocken, aber jetzt ging es doch noch weiter. Die Lust und Laune da habe ich jetzt wieder doch gehabt. Wir haben jetzt Trostu erreicht. Und wir schauen jetzt mal kurz um, was es hier noch gibt in dieser Stadt. Aber so wie es aussieht, gibt es hier nichts anderes, außer nur lauter Wege. Das ist ja logisch. Pokémon-Zeitung gesucht, Profi-Pokémon-Empfänger. Ich werde auch dann später die Pokémon-Mine, unterirdische Mine, werde ich auch noch probieren. Das werde ich mit euch dann machen, noch am Ende des Let's Plays dann. Ob ich dann die legendären Pokémon machen werde, schreibt in die Kommentare. Vielleicht werde ich dann auch die Events reinpacken, da es die Events nicht mehr gibt auf dem DS. Weil einige Events, die hat man schon in Pokémon Platin auch gehabt, wenn man Arceus geholt hat. Ob ich Arceus dann fangen werde in dieser Edition, ich habe keine Ahnung. Trostruinen. Oben rechts, unten links. Oben rechts, oben links, unten links. Okay. Werde ich dann später machen. Wir werden das dann später in die Trostruinen dann treffen. Mal sehen, was wir dann finden. Aber wir sind jetzt noch hier drüben. Denn hier gibt es noch einen weiteren Trainer. Und natürlich diesen Turm hier drüben, hier rechts. Stör mich nicht, wenn ich Zeit mit dir verbringe. Was? Du willst mit mir kämpfen? Das ist okay, solange ich mit Ivan ein Team bilden darf. Okay, Doppelkampf. Los geht's. Mit Haspirohr und Bamelin. Wir starten jetzt mit Kleinchen und Staravia. Und ich glaube, ich werde Bamelin mit Staravia besiegen. So, Kleinchen wird jetzt einmal beide jetzt treffen. Ah, oh, fuck. Ich hab's doch geahnt, dass er das einsetzen würde. Beide haben sie selber angegriffen. Na gut. So, das war's mit dir, Bamelin. So, Flügelschlag, komm. Ach, Haspirohr ist völlig harmlos in letzter Zeit. So, das war's jetzt auch schon mit Haspirohr. Ich habe nur die Augen für dich, vielleicht haben wir deshalb verloren. Es tut mir leid, Ivan. Gut. Dann lass uns jetzt mal schnell reingehen in diesen Schuppen. Eher gesagt in den Turm. Was sage ich da? Schuppen, es heißt Turm. Na gut. Dann lass uns jetzt mal reingehen. Ich glaube, wir werden jetzt mal als erstes Pampyro reinpacken. Ich möchte Pampyro in erste Reihe reinpacken. Danke. So. Dann mal sehen, was hier gibt. Den Trostu-Turm. An diesem Ort ruhen die Geister. Bitte sei leise und zeige Respekt. Okay. Hier haben wir Geister-Pokémon hier. Und zwar ein Zwirrlicht. Heute Abend. So. Ach, so viele Pokémon gibt es auch noch hier in diesem Turm.
Aber ich glaube, wir sind unsere nächste Halt wird dann bald Schleide sein. Ich glaube, im nächsten Part. Wer weiß, wie lange dieser Turm dauert. Denn ich glaube, wir werden jetzt einige Parts jetzt richtig einbauen. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe Xenon Musik. Ich vermisse sie völlig. Ich habe es so sehr schon vermisst, die Sinnoh-Region mal weiter zu zocken. Aber ganz im Ernst, Nintendo soll wirklich ein Remake zu Sinnoh machen. Nach der 8. Generation. Nach Pokémon Schwert und Schild. Aber ich weiß ja selbst, wir sind auch immer noch mit Schwert und Schild beschäftigt. Aber sobald ich dann mit Schwert und Schild durch bin, geht es dann weiter dann extra mehr mit Pokémon Platin. Aber wie gesagt, ich habe eher weniger hochgeladen. Ich habe jetzt schon sehr oft jetzt das Let's Play jetzt kurz pausiert, da ich zu viel an Pokémon Schwert und Schild und Luigi's Mansion fixiert war. Aber jetzt geht es dann einmal Pokémon Schild, einmal Pokémon Platin, dann einmal Pokémon Luigi's Mansion, dann kommt wieder Pokémon Platin, dann Pokémon Schild. Also so immer abwechselnd. Es wird schon Zeit, dass ich jetzt mehr Parts produziere für Pokémon Platin. War schon langsam Zeit. Hust, hust. So. Marmeline ist auf Level 24. Ich glaube, es wird dann bald entwickeln zu einem ganz speziellen Wasser-Pokémon. Boyelin, wahrscheinlich. Definitiv. Aber ich weiß nicht, woran das ähnelt, das Pokémon, das ich jetzt entwickelt habe, und zwar, falls ihr nicht gewusst habt, was ich damit meine, also das Pokémon, was ich entwickelt habe, und zwar das Clonkette, was jetzt in der zweiten Entwicklung ist, an was es sich ähnelt. Ich weiß es nicht, an was es sich erinnert. Wahrscheinlich an Thomas die Lokomotive vielleicht von einer Sendung, ich weiß es nicht. Obwohl ich die Thomas die Lokomotive nicht gerne gucke. Sorry für die Leute, ich bin nicht so gerne ein Freund von Thomas die kleine Lokomotive, da ich es eher fast nie geguckt habe und natürlich eine Kindersendung ist, aber ich gucke diese Sendung fast nie an, weil es mir irgendwie nicht mehr interessiert ist in meinem erwachsenen Alter. Aber es erinnert mich völlig an Thomas die Lokomotive bei der Serie, irgendein Charakter. Keine Ahnung. Aber ich finde, dass die zweite Entwicklung von Clonkette sieht ziemlich klasse aus. Um ganz ehrlich zu sein. Okay, jetzt ist Nebel. Nicht schrecken, Leute, es ist nur Nebel. Also es ist nicht mehr gegen den Bildschirm, das jetzt verkackt ist. Es herrscht dichter Nebel. So. Dann lass uns jetzt schnell mal durchziehen, diesen Turm. Ach, Gott sei Dank sind es nicht so viele Pokémon wie letztes Mal im Pyroberg in der Höhenregion. Das war ja schon schlimmer genug. Aber es war schon langsam Zeit, dass wir jetzt dann Pokémon Platin fortsetzen. Da jetzt, ich weiß, das Let's Play wird eher weniger geguckt. Sogar, das ist jetzt Tempohieb. Imitation. Hä? Das hat's nicht getroffen? Mit TF? Jetzt triff ihn doch endlich, Mann. Mensch, mal, jetzt triff! Hallo! Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist einfach nicht wahr. Dieser blöde Nebel wahrscheinlich ist daran schuld. Ich habe schon jetzt dreimal daneben, das ist, oder viermal schon habe ich jetzt daneben getroffen, aber jetzt habe ich das Pi jetzt schon platt gemacht. Gott sei Dank. Leber.
Oh Mann. So viele wilden Pokémon gibt's hier, aber ich hoffe, dass ich dann Fluchtseil einsetzen kann und endlich rausgehen kann. Ansonsten kann ich sagen, fuuuuh! Mit lauter Stimme. Ich kann es nicht erklären, hier zu sein, zwingt mich regelrecht zum Kampf. Ja, mitten im dichten Nebel mit dir, Kollege, hä? Ich hoffe, dass wir dann bald die vor allem auflockern dann finden. Die wir natürlich noch brauchen. Im Rennen unseres großen Reise in der Sinnoh-Region. Gott sei Dank kein Statik, Gott sei Dank. Oh, ich starte jetzt mit Pikachu jetzt wieder den Kampf. Mein Lieblings-Pokémon. Oh, das war mit Herzeneffekte. Das muss ich mal echt mal in den Pokémon-Sticker reinpacken. Ach nee, jetzt muss er auch noch mit Donnerwelle es außer Gefecht setzen. So ein A. Ihr wisst schon, was ich damit meine. So ein A. AL. Ihr wisst schon, was ich damit meine mit AL. Brauche ich nicht erwähnen. So. Boah, jetzt trifft er auch nicht mehr, dieser Affe. Jetzt triff doch endlich, du Affe, obwohl du ein Affe bist. Triff doch jetzt endlich mal, Kollege. Boah, Kollege, ey. Ist deine Genauigkeit so schlecht? Ja, kannst mich mal, Panpyro. Du kannst mich mal. Ich versuche jetzt schon Flammenrad, jetzt dann schon das vierte Mal. Wenn das vierte Mal trifft es nicht, dann ich raste aus. Jetzt klappt's. Jetzt klappt es auf einmal. Ja, super. Du bist so ein Blitzmerker, dass du ihn jetzt treffen kannst, Panpyro. Du blinder Affe. Leute. So. Na gut, Kleinstein. Bäm. So. Nochmal Intensität. Ränkeschmied. So. Jetzt werden wir dann bis zu Weihnachten jetzt weiterhin Pokémon Platin auch noch let's playen, also nebenan nur. Weil es gibt jetzt zwei Videos am Tag jetzt nur noch, da jetzt mein YouTube-Kanal jetzt ziemlich gut läuft. So, dass ich jetzt ein bisschen speeden jetzt den ganzen Kampf, das wird ein bisschen nervig. So, ich werde jetzt mal kurz schnell speeden, Leute, also falls ihr nichts dagegen habt. So, Flügelschlag. Ach, Gott sei Dank. Ich muss leider diesen Kampf speeden, weil es zu lang dauert. Der ganze Käse. So. Habe ich da keine Sachen hier? Verwirrung, das brauche ich ja nicht. Aber ich habe keine. Wirklich keine Item, die das hilft gegen Paralyse? Verdammt. So, ich werde jetzt mal das hier speeden, den ganzen Trainer kämpfen, weil es jetzt irgendwie nervig wird. Oh, fuck.
Boah, Mann, der Kampf ist auch echt nervig. Da muss ich extra speeden. Damit wir endlich jetzt einmal höher kommen jetzt in den Turm. Und hoffentlich kommen wir gleich zur Spitze. Ah, da sind wir schon jetzt endlich in der Spitze. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, das dauert jetzt sehr ewig. Ich glaube, da werden wir jetzt 100 Stockwerke hochgehen. Aber jetzt sind wir endlich da. Yay! Zwei Trainer haben wir noch übersehen, dass wir noch durchziehen. Ich kann es nicht sehen. Überall dieser Nebel. Ach, wenn doch jemand diesen Nebel auflösen könnte, dann würden dies auch die Zweifel im Herzen tun. Ich kann nicht sehen, überall dieser Nebel. Ach, wenn jemand diesen Nebel auflösen könnte, dann würden sich auch die Zweifel in meinem Herzen auflösen. Aber wo kriege ich jetzt die Attacke VM auflockern überhaupt? What the fuck? So, dann werden wir jetzt schnell in Ruhe dann die ganzen Trainer hier kämpfen und dann gehen wir schnell wieder runter. Aber wieso trifft es nicht? Wunder, super, super bist du. So zum Thema. Boah, ey. Super geil. So, hier haben jetzt alle Trainer jetzt besiegt, aber wir müssen jetzt wieder zurück. Verdammt. Wetten, das ist natürlich in dieser Trostruine, dann ich mir gleich ein Rad. Jetzt muss ich extra noch speeden, damit ich endlich rauskomme aus der Höhle. Ich habe kein Fluchtseil, das ist das Problem. Boah. Ja, ich weiß schon selbst. Zubat, hallo. Ich habe schon eine sehr gute Bekanntschaft gemacht. So, wir werden jetzt ein bisschen den Part noch weiter länger drehen, also wir werden jetzt mal anschauen, was hier noch gibt, zu tun gibt. Danke Schwester Joy für das Heilen. Das habe ich schon sehr gerne gebraucht. Hier ist nur die Pokémon-Pension, aber wir können jetzt mal kurz umschauen, was es hier gibt. Ja, wir haben jetzt nur noch die Trostertruinen jetzt durchgekämpft, aber wir haben ja nichts gefunden von der Attacke auflockern. Vielleicht werde ich das im nächsten Part reinpacken. Vielleicht gehen wir noch zu den Trostertruinen, weil das ist der einzige Ort, wo wir jetzt finden können. Und wir kriegen jetzt ein Poké-Edge, Pokémon History. Sehr klasse. Na gut, dann schauen wir mal kurz, was hier noch gibt. Da ist noch ein Häuschen, das ich noch übersehen habe, aber wir gehen dann später zu den Trostruinen. Wir haben hier einen Stickkoffer. Yay! Ach, sorry. Joghurtbecher. Ach, zum Glück ist es leer. Meine Zottiani Sahnejoghurt. Mild mit Himbeere. Ja, ich klinge ein bisschen so bescheuert. Aber lass mich bitte in Ruhe. Okay.
Hier haben wir leider nichts Besonderes gefunden. Ja, gut. Mal sehen, was wir machen können mit dem Sticker-Koffer. Das können wir noch machen in diesem Part noch. Na gut, dann lass uns jetzt schnell einmal zu den Trostruinen gehen, Leute, und dann gehen wir im nächsten Part dann halt zu den Trostruinen. Vielleicht finden wir dann die Attacke auflockern, irgendwo oder irgendwann. Na gut, da sind wir schon jetzt bei den Trostruinen und wir werden dann im nächsten Part diese Ruine noch betreten. Also Däumchen wäre nach oben, wäre sehr nett von euch und ein Abo da lassen, damit ihr täglich keine Let's Plays verpassen werdet. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Und noch einen schönen Abend, euer Red Pocketendo. Ciao!